Werner Schretzmeier, Ex-Manufaktur und jetzt Theaterhauschef, Michael Russ seit vielen Jahren Konzertveranstalter und Christoph Wagner, der Musikjournalist, der sich speziell im Lande jetzt umgeguckt hat. Manchmal darf man ja auch gerne Reklame machen mit einem Buch, wie das alles hier im dann später sogenannten Wilden Süden angefangen hat. Eigentlich wäre ich jetzt viel lieber auch in der Runde hier drin, als Moderator zu sein, aber ich kann mich natürlich nicht so einbringen, weil ich in der Zeit noch nicht im Ländle war, aber ich habe die Zeit natürlich sowohl in Westfalen mitgekriegt, wo wir auch unseren Jazzclub hatten, der gleichzeitig ein politischer Debattierclub war und wo wir auch einen Musikclub hatten, wo Jimi Hendrix sogar aufgetreten ist in einer 1000-Mann-Halle, das mein Kino war und wo ich Rote Punkt-Aktionen mitgemacht habe und dann, als ich in Berlin war, kam dann der erste Kontakt auch mit Werner zustande, weil wir auch bei SF Beat, das war so das Pendant zu Point hier beim SDR, sehr interessiert beobachtet haben, was sich hier tat in der Bewegung der soziokulturellen Zentren, der selbstverwalteten Jugendzentren. Da hatten wir den ersten Kontakt und später haben wir sogar noch das Büro geteilt, aber das war eine andere Zeit. Ja, das Jubiläum 50 Jahre 68 ist Anlass für die Ausstellung und auch für die Begleitveranstaltungen, aber wir reden natürlich, die Wissenschaft hat da einen neuen Begriff erfunden über die langen 60er Jahre, die dann so terminiert werden von Ende der 50er bis Mitte der 70er. Übers Ende sind sich die Gelehrten nicht so ganz einig, aber natürlich hat nicht alles 68 angefangen und hat seine Vorgeschichte gehabt. Aber wenn das das prägende Jahr war, das der Bewegung, der Generation den Namen gegeben hat, muss man natürlich mal fragen, wer fühlt sich denn von den Herren hier als 68er? Ich meine, einer ist vielleicht noch ein bisschen zu jung, ne, Christoph? Also da muss ich gleich heftig widersprechen. Ich fühle mich eigentlich als der eigentliche 68er, weil... Du warst 12 damals. Ich war 12, aber in der Pubertät erwischt dich die Musik mit einer Wucht, die du später nie mehr erfahren kannst. Und ich war so um 68, 70 rum, kam ich mit der Popmusik zum ersten Mal in Kontakt und das hat wirklich, das trifft einem ja existenziell und deswegen habe ich immer gesagt, ich bin eigentlich der, oder mein Jahrgang, wir sind eigentlich die echten 68er. Das mache ich Ihnen streitig, ich war 68, 18, das hatte voll auf die 12 gegeben. Aber natürlich, die Jahre vorher sind auch schon wichtig und ich glaube, wir sind alle der Meinung, die Musik, die wir in der Pubertät gehört haben, die wird uns immer treu bleiben. Also, oder wir, ihr, je nachdem. Herr Russ, ein 68er oder ein kritischer Beobachter der anderen? Ja, doch 68er. Ich habe 67 bei meinem Vater angefangen. Und da gab es in dem Sinn noch nicht die Unterhaltungsmusik wie jetzt oder die sogenannte U-Musik. Ich kann mich erinnern, 60 Louis Armstrong, 67 dann Charles Aznavour, den du ja dann später erfolgreich gemacht hast, aber auch Adamo. Also es gab dort schon die Van Menschow und den Schlager oder das Chanson, ja. Und dann 69 war meine erste wirkliche Begegnung mit Rock, das war natürlich dann Jimi Hendrix. Das besprechen wir gleich natürlich noch etwas ausführlicher, aber das ist jetzt nur so der Ansatz, es hat sich in der Musik angefangen, einen Wandel zu entwickeln, deswegen mussten Sie auch beruflich quasi sowieso darauf eingehen. Es gab natürlich davor Unterhaltungsmusik in dem Sinn, also es gab Jazz natürlich mit Duke Ellington, Count Basie und so weiter, aber es gab die sogenannten bunten Abende, das waren also viele Sternchen und ein Star und das ging dann so in der Halle 6 auf dem Killesberg über 4 Stunden. Und davon ist man dann so ganz langsam 67, 68, 69 abgerückt und dann kam die eigentliche One-Man-Show. Ja, Werner, dich muss ich nicht erst fragen, ob du einer von denen bist, über die wir jetzt hier reden. Aber du hast dich, glaube ich, dem nicht nur aus musikalischer Richtung genähert, oder? Nee, klar. Ich war in der Zeit schon... mit Haut und Haaren, mit unterschiedlichsten Aktivitäten von den politischen Aktivitäten von Jusos oder dann auch schon als, wenn man so will, Amateurkabarettist mit den Widerständlern von 64 an in Baden-Württemberg unterwegs. Und so hat sich für mich diese Zeit eher eigentlich nicht in dem Datum festgemacht,
sondern es ist etwas gewesen, wo man hineingegangen ist und es hat immer mehr Kreise gezogen, wurde immer wichtiger für die jungen Leute, egal jetzt ob auf dem Land oder in der Stadt, ob in Studentenstädten oder eben neben draußen auf der Schwäbischen Alb Richtung Christoph Balingen. Überall war eine ungeheure, wie nennt man das, Neugier plötzlich zu spüren. Die Jungen wollten alle im Grunde genommen jetzt raus. Nicht raus im Sinne von dem, dass sie die Stadt, das Dorf, die Gemeinde verlassen wollten, sondern raus aus den Verhältnissen, in denen sie täglich existiert haben, existieren mussten. Und insofern war diese Zeit einfach geprägt von einem Willen von vielen, vielen Tausenden von jungen Leuten, etwas anderes zu machen. Wie das andere aussieht, das hat man so nicht gewusst. Das war noch etwas unbekannt. Aber man wusste, man möchte auf jeden Fall was anderes machen. Das war klar. Und da kam natürlich, und jetzt sind wir eigentlich ja da bei dem, warum wir uns auch hier treffen, da kam natürlich die Musik entscheidend. Da hatte man einen Identifikationspunkt. Alle und Mädels oder Jungs, ob auf dem Land oder in der Stadt, hatten plötzlich da den Bereich. Und da hat dann, weil du, Stefan, ja ein veritabler Radiomacher bist nach wie vor, da hat das Radio natürlich eine enorme Wichtigkeit gehabt. Kann man sich gar nicht vergleichen zu heute, wo das Fernsehen oder die bewegten Bilder, das war also das Radio war mit ein ganz zentraler Punkt. Das Radio musste sich aber auch erstmal mitentwickeln. Du erinnerst dich, wenn wir die Musik hören wollten, die wir hören, es war schwierig, die Musik zu hören, die wir hören wollten, weil die Radios sie erstmal nicht gespielt haben. Das heißt, wir haben BFBS oder AFN gehört oder BBC-Hitparaden und sind auf die Art und Weise rangekommen. Und da musste der Wandel auch in den Mainstream-Medien erstmal sein. Da werden wir auch gleich noch drüber reden, weil du das Fernsehen da ja quasi auch mit revolutioniert hast, mit P und den anderen Geschichten. Ich glaube, das Wichtigste war, was du gesagt hast, wir wollten was anderes, wir mussten was machen, dieses selber machen in allen Bereichen. Nicht nur Clubs organisieren, nicht nur Demos organisieren, eigene T-Shirts machen, eigene Flyer machen, die Musik sozusagen neu erfinden und Veranstaltungsorte schaffen. Letztendlich die Demokratie lernen, würde ich unterm Strich sagen, weil uns die ja nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal gegeben worden ist, böse Zungen sagen oktroyiert, aber da waren wir immer noch besser dran als die im anderen Teil Deutschlands, denen das dann doch wesentlich schlechter ging. Bevor wir über das weitere Selbermachen reden, aber würde ich gerne noch mal so als Grundlage kurz ergründen wollen, warum das alles nötig war. Was war vorher so im Argen, dass noch mit einmal ganz viele Menschen in den Metropolen und in der Provinz sagten, wir müssen etwas ändern. Wir wissen noch nicht genau, wie das aussieht, aber so geht es nicht weiter. Was durfte nicht weitergehen? Christoph, fangen wir bei dir an. Ich meine, du hast jetzt gerade vorher das Stichwort der langen 68er. Der langen 60er. Der langen 60er, oder das heißt sogar das lange 68, ja. Und es fängt ja dann schon mit dem Beat, fängt es an. Also wenn in Ravensburg 66 bei Casey Jones and the Governors es zum Krawall kommt in der Oberschwabenhalle und wenn man sich die Fotos anschaut, die hier ja im Archiv sind, dann sieht man lauter Leute, junge Leute, die im Prinzip im Anzug zu dem Konzert gekommen sind und die Musik hat da irgend so einen Impuls ausgelöst, also dass die Kontrolle verloren. Und der Fotograf, der Herr Laeser, Rupert Laeser, der die Fotos gemacht hat, der hatte keine Antenne für seine Gleichaltrigen. Und der hat zu mir gesagt, hat die Hände durchdreht.
Und er ist völlig fassungslos vor denen gestanden. Und die sind, wo die angefangen sind, sind die nach vorne gerannt. Und diese Oberschwabenhalle, die war dekoriert, wie bei einem Vereinstreffen vom Sportverein. Also da sind auf der Bühne solche Geranien gestanden und Blumentöpfe. Und die haben diese Töpfe genommen und haben die auf den Boden geschmissen. Also es war 66 und keiner konnte sich eigentlich erklären, wo diese Explosion herkam. Und es gibt ja Ähnliches, ich meine, Berlin, das Open Air, der Stones, also diese Explosion schon in Beat-Zeiten des Publikums, das eigentlich unerklärlich ist. Also da fängt es irgendwie schon an. Ich denke, wenn man die Frage stellt, müssen wir schon ein paar Jahre früher ansetzen. Das sehe ich auch so, unbedingt. Herr Russ, haben Sie die Umbrüche und die Notwendigkeit, etwas Neues anzubieten, außer in der Musik auch woanders gesehen? Hat auch Sie der Muff unter den Talaren gestört oder Vietnam Sie beeinflusst oder irgendwas aus der Richtung? Also ganz schwierig zu beantworten. Und zwar insofern, dieser typische Schlager, den ich vorher beschrieben habe, diese Sternchen und Stars, das war mir einfach leid. Diese Musik war mir leid und daraus hat sich eben von Amerika rübergeschwemmt eine ganz neue Musikrichtung entwickelt, die sehr eng natürlich dann auch mit den 68er Jahren, mit den Studentenrevolten zu tun hatte. Und mein Oberschwaben war anscheinend schon weiter als Stuttgart, denn bei uns wurde 66 noch nicht geworfen. Aber wir hatten dann, wie gesagt, 69 mit Jimi Hendrix. Man muss sich vorstellen, Jimi Hendrix, zwei Konzerte damals im Beethoven-Saal bestuhlt. Und das ging problemlos. Und dann kam John Mayall, dann kam Ten Years After, alles noch Liederhalle, Beethoven-Saal. John Mayall gab es ja schon? Nein, bei Nein? Kenneth Heath. Ach, bei okay, Kenneth okay. Heath wurde dann das erste Mal die Halle gestürmt. Und die hing sehr eng mit den sozialen Verhältnissen generell zusammen, dass man gesagt hat, 9 Mark für eine Karte für Kenneth Heath ist zu teuer. Wir wollen umsonst in die Konzerte. Das wurde dann für uns ein Problem, wie Sie sich vorstellen können. Und aufgrund der Tatsache, dass bei Kenneth Heath eben die Liederhalle doch sehr, ja, zum Teil zerstört wurde, mussten wir am nächsten Tag einen Liederabend mit Theresa Berganza absagen. Und wir durften dann auch nicht mehr in die Liederhalle. Das wurde uns von der Stadt dann verboten. Und wir sind dann in die Böblinger Sporthalle ausgewichen. Und da wurde es, Krieg wäre jetzt etwas zu viel gesagt, aber da wurde es richtig hart, Konzertveranstalter zu sein. Denn da ist das alles eingetreten, was Herr Wagner gerade gesagt hat. Da ging es also bis zum Einwerfen der gesamten Glasfront über wirklich heftige Beschädigungen, auch Verletzungen des Publikums. Und ich bin dann nach dem Rolling Stones Konzert, da kommen wir wahrscheinlich sicher auch noch drauf, für 2 Jahre ganz aus der Szene ausgestiegen, weil ich die Verantwortung nicht mehr tragen wollte. Werner, ich wollte ja nicht nur über die Musik reden, auch wenn das unser Hauptthema ist heute. Über welche anderen Missstände wurde in euren Kreisen, bevor die Zentren gegründet wurden oder als es dazu kam, noch diskutiert? Welche Missstände lagen den Leuten, mit denen du zu tun hattest, am meisten auf der Seele? Naja, die Form des Lebens außerhalb dem Familienverband, die geprägt war von einer teilweise unerträglichen Langweiligkeit. Und nun, ich hatte jetzt damit kein Problem, weil ich Fußball gespielt habe, Handball gespielt habe. Ich habe manchmal an den Wochenenden nicht gewusst, wie ich das alles unter einen Hut bringe und unter der Woche trainieren und so weiter und noch die anderen Sachen machen und Kabarett und so. Das war nicht der Punkt. Ich habe aber gemerkt an denen, die wir jetzt, was das Kabarett anbelangt, als Publikum gebraucht haben, also die Jungen. Und es war ja damals so, die Alten, sagen wir alles über 40, das ist das Dramatische zu heute. Alles über 40
hast du angeguckt, ganz scharf, und warst dir ganz sicher, dass der vom Verfassungsschutz ist. Nein, es war einfach so. Da hatte man das Bild, dass jemand, der, sagen wir mal, so annähernd ein Älterer sein kann, hat sich schlicht und ergreifend verdächtig gemacht. Heute überhaupt nicht mehr sich vorstellbar. Und das heißt, dieses Bild war natürlich schon auch ausschlaggebend für den Zustand der Jungen. Was hatten sie? Entweder man war im Sportverein aufgehoben. Im Sportverein warst du aber wiederum nur gut aufgehoben, wenn du auch einigermaßen gut Fußball und Handball gespielt hast. Wenn du halt schlecht Handball oder Fußball gespielt hast, warst du zwar in dem Sportverein, aber du warst im Grunde genommen da auch nur ein bisschen Staffarsch. Und das war für viele dann natürlich auch frustrierend. Und es gab kein Haus, es gab kein Dach, wo man selber bestimmen konnte. Und so war im Grunde genommen eigentlich diese Geschichte für viele, als wir dann angefangen haben mit diesen Clubs, die wiederum angefangen haben in den Studentenstädten, Voltaires, Tangentes, also die eben da in Konstanz waren, in Karlsruhe waren, in Stuttgart waren, in Tübingen waren. Und das fanden wir, als wir da unterwegs waren mit unserem Kabarett, fanden wir das schon toll. Und haben gesagt, hallo, das sollte uns ja eigentlich auch dort, wo wir herkommen, nämlich Schorndorf, sollte uns auch gelingen. Und als dann, weil alles so seinen Anfang hat, schreiben wir das Jahr 67, Schwäbisch Hall, der Club Alpha, dann angefangen hat, ihren Club zu gründen, war dann im Grunde genommen die erste, wenn man so will, die erste Wurzel in der Provinz gelegt. Und man ist da hingekommen. Man hat sich sofort wohlgefühlt. Man hat gemerkt, da ist auch Publikum da, da kommen die Jungen. Es war ein altes Café im Park von Schwäbisch Hall, unten am Kocher. War nicht groß, aber immerhin haben so 70, 80 Leute reingepasst. Und das war schon, irgendwo hat man gemerkt, und die haben alles selber gemacht, Theke und so, lustige Zigaretten gab es damals dann so, hat gerade so angefangen, man hat sich getraut. Und dann hat man gesagt, okay, das machen wir auch. Und das Interessante ist ja, das hatte dann plötzlich was Sportliches, obwohl viele, die da dann in den Initiativen waren, jetzt nicht gerade so tolle Sportler waren, aber es hatte insofern was Sportliches, als dass man dann gesagt hat, was die in Schwäbisch Hall können, das können wir doch schon 100-mal. Also haben wir da angefangen. Und dann, als dann Schorndorf da war, dann hat natürlich die Weiblinger oder die von wo auch immer her, haben gesagt, ja, aber was die Schorndorfer hinkriegen, müssen wir doch auch hinkriegen. Und so hat sich das im Grunde genommen so weiterentwickelt. Und das war dann so, wenn man so will, so eine schöne, positive Konkurrenzsituation. Und überall ist etwas entstanden, dass die Leute dann plötzlich rausgehen konnten aus ihren Familien am Abend. Man konnte zu Hause einen Krach riskieren und war nicht alleine, weil man nach dem Krach konnte man irgendwo hingehen. Ganz schlicht und ergreifend, das war ja sonst, was hast du gehabt? Du hast einen Café gehabt irgendwo, also wir hatten früher schon das Café Weiler, Pinguin, so Herr Hieser, der Chef, der war, hat immer ausgesehen wie ein Pinguin, und der war halt dort und da konntest du halt hingehen
Und da war halt dann irgendwann, wenn der Pinguin müde geworden ist, weil er morgens wieder um vier in seiner Backstube hat sein müssen, hat er halt den Ladezug gemacht und dann war es aus. Dann bist du auf dem Marktplatz, auf einem Marktplatz, wo überhaupt, wo du, wenn du wirklich nur ein lautes Wort gesagt hast, hat es geschallt in der ganzen Stadt. Und so sind die Leute im Grunde genommen aufgewachsen und das wollten sie einfach nicht mehr. Also es war im Grunde genommen ein Suchen nach einem Ort, wo sie im Grunde genommen das alles, was sie zu Hause machen müssen, anständig sein und was weiß ich, am Sonntag zum 160. Mal die Oma und den Opa und der Verwandte und so weiter ertragen, das war dann plötzlich der Freiraum. Und also was das genau alles war, das kann man eigentlich gar nicht, das Lebensgefühl war vorher ein wirklich sehr enges und ein sehr fast schon zugepacktes, zugeschnürtes. Und plötzlich hat sich dieses Lebensgefühl begonnen zu öffnen. Wenn man das so Ding, und dieses Öffnen war genau dieser Moment, wo du im Grunde genommen viele Leute, also ich habe es ja selber erlebt, wir waren zum Beispiel in der Manufaktur in Schorndorf, das war dann innerhalb von ein, zwei Jahren, 68, 69, spätestens 70, waren das dann etwa 60, 70 junge Leute, Mädels und Jungs, die da aktiv waren. Wir haben im Grunde genommen mit unserer Gruppe haben wir den Stadtjugendring übernommen, weil wir sind zur Sitzung gegangen, zu 30 oder 40 waren wir und da, die anderen waren vielleicht 10 oder 15, also die ganzen Vereinsjodler da, die da saßen. Und da sind wir zu 30 da hingegangen und haben natürlich alle sofort mitgestimmt und dann haben wir natürlich und so. Und so war es mit der SPD in Schorndorf, die hat man auch so übernommen. Und wir waren natürlich jung und konnten um 12 Uhr nachts noch, waren wir noch kräftig, wo die anderen dann schon müde worden sind. War ja auch so eine alte Taktik, du musst halt einfach ein bisschen länger aushalten als andere. Und etc., etc. Und das war, und es spricht natürlich auch wieder für all das, was man auf einen Punkt bringen kann. Also ich nehme an, dass auch einige hier sind, die diese Zeit sehr intensiv erlebt haben. Wir haben ein fantastisches Glück gehabt, wir alle zusammen. Wir konnten etwas machen, weil vorher, es gab keine, wenn man so will, vorgefassten Geschichten. Was wir gemacht haben, war eigentlich oftmals richtig neu. Und das ist großartig, weil es nichts gab. So eine Situation für ein Leben zu haben, ja, das ist großartig. Das stimmt. Danke, Werner. Wir haben jetzt schon von der Gründung quasi Manufaktur gehört. Du hast schon ein paar andere Clubs erwähnt, aber Christoph hat sich ja ganz speziell nochmal auf die Suche gemacht in den ganzen Provinzen des Südwestens. Ich denke, bei allen ist es so, dass man zunächst einmal einen Treffpunkt haben wollte, wo man unter sich war, wo man eben nicht mehr zum Pinguin gehen musste und auch dem Elternhaus entkommen konnte. Aber gab es sonst noch andere Ansätze, zum Beispiel die SPD übernehmen oder bei den Jusos, bei uns waren es die Falken, die galten damals ja noch alle als sehr links und waren es vermutlich zumindest mehr als heute. Stand noch mehr dahinter? Ich meine, die Städte, die einen Club hatten, das war natürlich die absolute Minderheit. Ja. Und, aber in jedem Ort oder in jedem größeren Ort gab es einen Hippie-Treff. Also wo sich die Gleichgesinnten irgendwie getroffen haben. So in Balingen war das vor der Stadtkirche, da war so ein Mäuerle und da war eine Eisdiele gegenüber. Und da ist man halt, da bist du mittags hingegangen und da sind die alle rumgesessen. Ja? Und dann waren natürlich die Konzerte wichtig, weil das war so ein Punkt, da kam dann... Das ist jeder bunt bemalte VW-Bus im Umkreis von 40 Kilometern dann vor der Halle gestanden. Also das waren schon solche,
das war nicht nur Treffpunkte, sondern das war so eine Art Rituale, also wo die Gruppe und das Publikum zusammen was veranstaltet hat, was mehr war wie die Summe der Teile. Und das hatte ich oft dann auch Wochen oder Tage hatte ich das Trage, ja, dieses Erlebnis. Und also das sind sehr wichtige Sachen. Und ein dritter Punkt möchte ich sagen, oft waren die Amateurbands, das waren auch solche, um die haben sich Clique gebildet, und das waren auch solche Zellen, also die dort entstanden sind. Und auf dem Land, würde ich mal sagen, war die Konfrontation nicht so stark, weil jeder hat jeden ja kannt. Ich war gestern in Riedlingen bei einer Veranstaltung und da gab es die Gruppe Powerplay. Die haben vorher geheißen The Wishman, wo sie noch Beat gemacht haben und dann Powerplay. Und die haben zum Beispiel, die haben im Schützenhaus, im oberen Stock, haben die ihren Übungsraum gehabt. Also und die Schützen haben ihnen das angeboten, dort zu proben. Weil man hat sich natürlich kennt in Riedlingen. Ah, das ist ja der Sohn von dem und dem. Also diese Risse oder diese Gaps, die gab es dort in der Weise nicht so stark. Das hat auch bedeutet, dass du nicht so arg ausflippen konntest. Also da gab die soziale Kontrolle, hat in der Weise auch was Positives gehabt, weil da hat deine Oma halt zu dir gesagt, ja, was ist mit dir los? Und du musstest dich da rechtfertigen. Das war was anderes, wie wenn du in der Großstadt bist, wo du irgendwo dein anonymer Zirkel bist, wo die Dopeheads sich dann treffen oder so. Also da ist das Land, auf dem Land war die Verhältnisse ein bisschen anders wie in der Stadt und auch wie in der Großstadt dann. Herr Russ, Sie haben mitgekriegt, dass die Musik sich wandeln musste, dass die Nachfrage nach anderer Musik zum Beispiel aus den USA da war. Wie sind Sie dann an die Leute rangekommen? Haben Sie selber irgendwo an irgendwelchen Stellen was entdeckt oder ging das vor allen Dingen dann über die Veranstalter? Angefangen natürlich bei Fritz Rau. Ich muss nur einen Satz zum Werner sagen. Ich meine, letztendlich waren die 68er ja doch ein Aufschrei gegen das Establishment. Nichts anderes, und das hat sich eben in der Musik auch ausgedrückt, und ich stelle fest, ich bin neben dir wohlbehalten aufgewachsen. So viel dazu. Nun zu den Veranstaltern. Das gab damals in der Tat nur Fritz Rau, Lippmann und Rau, der den Kontakt zu Norman Krenz hatte. Norman Krenz war der Manager in den USA. Er hatte alle großen Künstler, und peu à peu hat eben Norman Krenz diese Künstler nach Deutschland rübergeschickt, Fritz Rau und Lippmann. Horst Lippmann haben sie aufgebaut, und Fritz Rau hat sich dann eben örtliche Veranstalter gesucht. Und davon war ich einer in Stuttgart. Und das war natürlich eine Zeit, wo man vom Wirtschaftlichen her nicht sehr schwer abschätzen konnte, weil eben die Rundfunkanstalten diese Musik nicht spielten. War sehr schwer für uns abzuschätzen, wie kommen die Gruppen beim Publikum an. Und das gut zu machen, war eine wirtschaftliche notwendige Basis. Und da hatte ich natürlich mit Fritz Rau und mit Horst Lippmann zwei ausgesprochen faire Partner. Und damals hat ein Konzertabschluss noch so ausgesehen: Honorar des Künstlers oder der Künstlergruppe, abzüglich der örtlichen Kosten. Und dann wurden der verbleibende, wenn gewesen, Gewinn 60-40 zugunsten des Tourneeveranstalters aufgeteilt, beziehungsweise der Verlust genauso. Das war natürlich vom Risiko für uns eine relativ überschaubare Geschichte. Heute sieht es so aus, dass wir eine Garantie bieten müssen, die in der Schleierhalle ja oftmals hoch im sechsstelligen Bereich liegt. Dann haben wir die örtlichen Kosten zu tragen, die bei einem großen Schleierhallenkonzert bei ungefähr 120.000 bis 150.000 Euro liegen. Und wenn dieses Geld eingenommen wurde und also diese Kosten damit gedeckt sind,
dann gibt es im Allgemeinen eine Teilung, im besten Fall 80-20 zugunsten des Managements, im schlechteren Fall 90-10. Und diese verbleibenden 20 oder diese verbleibenden 10%, die werden dann zwischen Tournee, Unternehmer und örtlichem Veranstalter aufgeteilt. Also Sie sehen, die Risiken sind heute um ein Mehrfaches gestiegen gegenüber der Zeit, wo Fritz Rau und Horst Lippmann eben ganz faire Partner waren. Kannten Sie die Gruppen alle, die Fritz Rau Ihnen angepriesen hat? Nein, um Himmels Willen, ich war ja an sich Klassiker. Ich kam ja eigentlich aus der Klassik und der Vater hat diese Unterhaltungsszene aufgebaut, wie gesagt, vorher mit Jazzkonzerten noch im Universum, im Metropol nach dem Kino, also 22.30 Uhr. Und das ist ja ganz langsam gewachsen. Es ist in der Tat mit Lippmann und Rau gewachsen. Die Unterhaltungsszene in Deutschland war ausnahmslos in Fritz und Horsts Hand. Und wurde dann später besetzt mit Mama-Konzert, Funke, wie sie alle geheißen haben. Aber Fritz Rau war immer der ganz Große, der auch die Trends erkannte. Bei Fritz konnte man sich mit 85% verlassen, dass der Künstler, den er anbietet, auch angesagt ist. Es gab da zwar auch Ausrutscher, aber die waren wirklich sehr gering. Verraten Sie uns, was am meisten in die Hose gegangen ist in der Zeit? Ivan Reprov, slawische Seele. Ivan Reprov. Das ist jetzt nicht gerade die Geschichte, über die wir jetzt auch gerade geredet haben. Aber gut, ich hätte beinahe gesagt, selber schuld, aber so weit wollte ich nicht gehen. Werner, du hast auch viele Gruppen geholt und zwar sowohl für Konzerte wie auch fürs Fernsehen. Und es ist dir ja nicht ganz ungeschickt gelungen, das manchmal auch ganz gut zu verzahnen. Wie bist du auf die Gruppen gekommen? Wonach ging es, nach welchen Kriterien hast du wen geholt? Du kannst auch einfach sagen, was du gut fandst. Also bei die Filme, die da dann entstanden sind, die P-Filme, das war eine Mischung zwischen dem Überlegen, was wäre toll, wen sollte man da präsentieren. Bei der ersten P-Sendung war sozusagen auch mein Wunsch, ob der in Erfüllung geht, wusste man ja nicht, Pink Floyd zu haben. Die waren gerade so am angefangen und war gerade die zweite Platte draußen. Und ich habe halt dann geguckt, da, die werden in Deutschland von der Elektrola vertreten, in Köln. Und dann habe ich dort angerufen und dann war dann die Heidi Esser, die Dame, die das damals gemacht hat, super Frau. Die gab es dann auch noch lange. Bitte? Die gab es dann auch noch lange. Die gab es noch lange. Und die hat dann, die war gleich in ihrem Kölner Dialekt, hat die dann mir dann gleich gesagt, ah, das mache ich doch. Und dann kam Pink Floyd und dann war das prima. Und dann kamen auch andere. Und dann, wenn du halt den Fuß in der Türe hast, muss ich dir nicht sagen, dann beginnt sozusagen eigentlich sofort das Netzwerk zu rattern. Und so war das dann auch mit Locomotive und mit den anderen, die dann kamen, mit Jim Simpson und so aus Birmingham Manager, der dann auch am Anfang Black Sabbath noch gemanagt hat. Und so weiter und so fort. Und dann kam halt, dann hat die Heidi hat dann Vorschläge gemacht und so weiter und so fort. Und jetzt kommt noch was dazu. Man hat natürlich dann über die Manufaktur auch eine Plattform gehabt. Man hat dann über das Jugendzentrum, den Hammerschlag in Schorndorf, hatte man plötzlich eine größere Plattform, eine alte kleine Möbelfabrik, wo so 500 Leute reingepasst haben, die auch mal 700 oder 800 werden konnten. Und wenn es dann mehr war, musste man in die Küngelinshalle in Schorndorf umziehen. Anyway,
Es kamen halt durch diese Konzerte, die immer sonntags stattfanden, sonntagmittags um 15 Uhr, die teilweise Free-Konzerte auch waren, weil dann eben Man oder Edgar Broughton und so weiter, die haben großen Wert drauf gelegt, dass sie auch eben diese Free-Konzerte machen können. Da wurde dann halt so ein Hut rumgegeben und dann wurde da was reingeschmissen und so. Da kam immer auch ein bisschen was zusammen, aber es war für die Menschen, für die Jungen aus halb Baden-Württemberg, war das dann auch wieder so ein Punkt, wo die angefangen haben, was kennenzulernen und dann hast du dann am nächsten Tag oder zwei Tage später einen Brief bekommen, wir sind von, was weiß ich, Ravensburg und wir würden gerne, und wir waren am Sonntag im Hammerschlag und da haben die und die gespielt, kannst du uns da einen Kontakt geben? Und dann hat man das gemacht. Oder die Band war wusste man, dass sie in 3 Monaten schon wieder da sind. Das war ja dann der Riesentransfer von den englischen Gruppen hier nach Deutschland und dann auch in die Bundesrepublik, so hieß sie früher. Da waren die dann immer hier. Und die hatten eine große Freude. Die hatten wirklich eine große Freude, muss man sagen. Der Christoph kann das bestätigen, weil er ja als halber Engländer in der Zwischenzeit läuft und zu vielen ja auch Kontakt noch hat. Für viele junge Musiker, Musikerinnen von England war Deutschland oder war die Bundesrepublik eine richtig gute Möglichkeit zu spielen, ihre Musik darzubieten und ein Publikum zu haben, das einfach begeistert war, ja, und die wirklich die auf Händen getragen haben. Und ich glaube, dass das natürlich auch für viele junge Musiker und Musikerinnen wirklich auch ein Moment ist, wo man wirklich auch richtig motiviert bleibt oder noch weiter motiviert wird, dieser Transfer. Ich meine, der Christoph hat ja das untersucht mit dem, was du vorher hochgehoben hast, mit dem Buch. Und noch ein Satz zum Michael. Wir haben uns, ja, der Michael Russ und ich, wir haben uns in einem sehr, wenn man so will, blöden Zustand zum ersten Mal gesehen. Weil wir haben von Schondorf aus, vom Hammerschlag, also von dem Jugendzentrum, da wo immer die Konzerte waren, haben wir halt mal, als die Stones am Killesberg waren, 1970, haben wir dann eine Aktion gemacht, wo wir dann mit mehreren hundert jungen Leuten dann vor die Killesberghalle 6 marschiert sind. 20 D-Mark hat damals der Eintritt gekostet. 20 D-Mark. 20 D-Mark. Da gab es ein Flugblatt dann, das hat vielleicht der Michael, das ich dann verfasst habe. Ich habe auch was mitgebracht. Kommt sofort in die Ausstellung, ne? Dann, Herr Russ, erzählen Sie doch besser, das hat man, was Sie in der Hand haben. Dann können wir die Zeit überbrücken. Zum Schluss steht da, lasst uns zusammen wirklich frei Musik, so schwer zu lesen, genießen, vergesst die Stones und Konsorten, lasst euch nicht ausbeuten. Das war der Moment, wo ich habe mit Werner nie Krach bekommen, wir sind immer Freunde geblieben, aber das war natürlich der Moment, wo ich auch die Clubs sehr oder mit Argusaugen beobachtet habe, weil ich festgestellt habe, das, was ich mache, ist natürlich Kommerz, gar keine Frage. Ich muss Eintrittspreise verlangen, die eben dem jeweiligen Künstler beziehungsweise den jeweiligen Kosten angemessen waren. Und der Werner konnte in seinem Club aufgrund der Tatsache, dass er unglaublich viel freiwillige Helfer hatte, eben zum einen bekam er die Künstler günstiger, weil sie diese Idee mitgetragen haben. Zum anderen hatte er weniger Kosten, konnte natürlich die Konzerte entweder frei oder zu einem kleinen Geld anbieten. Auf der anderen Seite war es für mich auch immer
wichtig zu erleben, dass gewisse Künstler, die wir noch gar nicht kannten, in Anführungszeichen, beziehungsweise die wir noch gar nicht in größeren Hallen veranstaltet hätten, die hat Werner aufgebaut und wir haben sie ihm dann zwangsläufig weggeschnappt. Und das ist heute noch so. Ich meine, wir veranstalten heute im Jahr ungefähr 60 Clubkonzerte. Immer in der Hoffnung, dass wir dort junge Leute so weit bekommen, dass sie eines Tages vielleicht auch mal die Schleierhalle füllen. Wenn ich Glück habe, funktioniert es. Es funktioniert sehr selten. Und wenn es funktioniert, gehen sie meistens zu einem anderen Management und dann sind sie weg. Von mir weg. Aber grundsätzlich ist dieses System die einzige Chance, junge Künstler, junge Unterhaltungskünstler aufzubauen, zu fördern und zum Teil groß zu machen. Aber da habt ihr lange gebraucht, bis ihr die Clubkonzerte selber gemacht habt. Sie haben ja nicht nur Werner welche weggenommen, sondern mir auch, als ich in der Mausefalle nochmal angefangen habe. Das war sogar Anfang der 80er, wo wir immer noch was selber gestalten mussten, weil die Musik, die mein Freund Werner und ich hören wollten, von den offiziellen Veranstaltern eben nicht angeboten wurde und wir die Punkbands oder einstürzende Neubauten oder sogar BAP entdeckt haben, zum ersten Konzert außerhalb des Großraums Stuttgart. Wir Gott sei Dank gleich nach dem ersten Gig, wo 120 Leute kamen, weil noch kaum jemand sie kannte, nur mit einer Platte bei Eigelstein erschienen und nicht bei der großen Industrie, gleich sofort den zweiten Gig vereinbart hatten. Wenn wir das nicht sofort gemacht hätten, wären sie schon beim zweiten Mal weg gewesen. Da hatten wir dann auch, ja, bei uns hätten 300 reingepasst, das wurden dann auch gerne 500, war dann ausverkauft. Und danach ist für uns natürlich dicht, wir waren ja nur Hobbyveranstalter. Und dann kamen dann auch Hans-Peter Haag und andere Leute schneller mal vorbei und haben das dann übernommen. Ja, wir sind erst so die Toten Hosen gegen 90 eingestiegen in die Clubkonzerte. Ja, ja. Es ist ja kein Geschäft, das wissen wir, da brauchen wir uns ja nichts vorzumachen. Das ist Weiß Gott, das macht nur Spaß. Ja, Investition. Wenn es gut geht. Wenn es gut geht, richtig. Ja. Gut, dann machen wir. Wolltest du noch ergänzen? Ja, ich meine, es war ja so, dass der deutsche Markt lag irgendwo brach. Und die Engländer, die drückten natürlich in den deutschen Markt. Also die wollten unbedingt in Deutschland auftreten. Da waren die Gagen waren nicht sehr wichtig. Wichtig war, dass die Band bekannt wird und dann Schallplatten verkauft. Und deswegen kamen einfach viele kleine Gruppen. Also mir passiert in England oft, dass ich irgendeine Band erwähne. Warm Dust. Die waren hier in der Gegend Anfang der 70er, sind die endlos rumgetourt. Oder Beggar's Opera. Wenn du in England zu jemand Warm Dust sagst oder Beggar's Opera, dann denkt er, was ist mit dem falsch? Also die kennt man dort nicht, weil das Schlüsselwort war damals aus England. Also wenn Black Sabbath nach Schorndorf kamen, die hatte noch keine Schallplatte auf dem Markt, kein Schwein kannte diese Band. Es reichte einfach, dass da stand aus England und dann war der Laden voll. Ja. Und dass zum Beispiel eine Gruppe wie Raw Material sich in Meidelstetten, in den Farmerstuben vor Monate einquartiert, um von dort die deutsche Szene aufzurollen und dann auch bei großen Festivals spielte, also vor 10.000 Leuten. Das hat natürlich seinen Grund, weil in England, hat mir der Drummer gesagt, da haben wir in irgendeinem verlotterten Pub vor einem Mann und seinem Hund gespielt. Also das war der Unterschied und deswegen wollten die hier einfach einen Fuß in die Tür bekommen. Ja, aber ich darf vielleicht ergänzen, Herr Wagner. Es war doch letztendlich so, dass wir Deutschen gar nichts dagegen zu setzen hatten. Wir hatten musikalisch in der Größenordnung, in der Breite wie die Engländer überhaupt nichts zu bieten. Das war der Grund natürlich, dass die zu uns kamen. Später war der Grund dann ja, die Rattles und die Lords gab es schon. Ne? Ja, gut, ganz wenig. Aber wie gesagt, es gab zu wenig bei uns, dass es interessant gewesen wäre. Und zwar natürlich England, das war ja ein Glanz. Also ich meine, wenn du gesagt hast, ich bin aus München, okay, was ist München, aber Birmingham oder aus London oder aus, also das war ja so, also das war ja das gelobte Land, wir hätten da gar nichts mit verbinden können, aber das war irgendwo da, wo die herkommen und man wusste ja nicht so richtig und je weniger gewusst hat, desto mythischer wurde es und die Faszination wurde umso größer, also das war sehr wichtig.
Wir reden gleich weiter über die Gruppen, die nach Stuttgart kamen. Aber nachdem wir schon über P und Joe Fix ansatzweise gesprochen haben, aber nur mit den Bandnamen eigentlich. Werner, was war das revolutionär Neue an dieser Art von Sendung, außer dass eben die Musik aus England da war, die Musik, die bislang nicht den Weg ins Mainstream-Fernsehen gefunden hatte? Das war auch eine ganz andere Machart, die du da kreiert hast. Ja, ich habe ja Industriekaufmann gelernt. Ist noch jemand da, der Industriekaufmann gelernt hat? Der Gerhard. Weil Industriekaufmänner waren damals der Beruf, wo man alle reingesteckt hat, die nicht gut getan haben. Wenn du nicht wusstest, was du machst, dann hat es geheißen, einer wird doch Industriekaufmann. So, ich kann Ihnen da einige wunderbare Menschen, die Sie sehr, sehr schätzen, auch als Beispiel bringen, die Industriekaufmann gelernt haben. Einer unter anderem ist Dieter Hildebrand, der auch Industriekaufmann gelernt hat. Ich habe also eben von Fußball und Handball relativ viel Ahnung gehabt und dann konnte ich gut Kopf rechnen und so weiter. Aber das mit den Filmen, das war natürlich etwas ganz Neues. Ich habe auch, muss ich gestehen, nie bis zu diesem Zeitpunkt was fotografiert. Aber was macht man dann, wenn man die Möglichkeit hat, plötzlich Filme herzustellen? Ich bin einzig und alleine davon ausgegangen, was würde ich gerne machen, damit meine direkten Bezugspersonen, mein Vater und meine Mutter, schreiend aus dem Zimmer rennen und den Fernseher damit den Jungen überlassen. War ja auch wichtig damals. Gab es einen so einen Kasten, wenn überhaupt, und du hattest keine Hoheit darüber. Das waren richtige Kämpfe in der Familie. Jeder weiß das, der das erlebt hat. Das war teilweise schon hartes Brot, was da gelaufen ist. Und hin oder her. Auf jeden Fall war das der Einstieg, was würde ich machen damit und so weiter. Und ich wollte eigentlich erst einmal genau das, was der Michael vorher gesagt hat, diese heile Schlagerwelt, dieses, was man als etabliert betrachtet hat, wollten wir einfach zerstören. Und das war sozusagen meine kriminelle Energie, hat sich da reingesteckt und habe dann überlegt, okay, es gibt so eine Gewohnheit, auch schon damals Bilder, Fernsehbilder zu betrachten. Es war alles relativ langsam, bis sehr langsam. Wenn man Filme von damals anguckt, auch Fernsehbeiträge, und heute werden Sie merken, das ist eine Welt wie Tag und Nacht. Und ich habe dann gesagt, okay, jetzt probieren wir es mal ganz schnell. Und ich habe dann mit Pink Floyd zum Beispiel eine Nummer gemacht, Cobalt Black. Die geht 3 Minuten 42 ist sie, glaube ich, lang. Und da habe ich dann etwas ausprobiert. Ich habe in diesen 3 Minuten 42, wie es war, Filmmaterial, 16 mm habe ich bekommen, schwarz-weiß, mehr haben sie mir nicht gegeben. Aber wunderbar, schon mal großartig. Und ich habe dann eine Nummer gemacht, also Corporal Clegg, und dann halt immer überlegt, das war noch wichtig. Und es war dann der Anker dann auch, dass zum Beispiel Deep Purple, Steppenwolf und so weiter nach Stuttgart später dann kam. Rory Gallagher, Taste und so. Ich habe mir immer Geschichten überlegt zu den Musiktiteln. Ich habe immer überlegt, wie könnte das sein, und wollte, dass die Musiker
als Schauspieler auch arbeiten. Also einfach nicht nur mit ihrem Instrument ins Studio gehen und wie beim Leckebusch, beim Beatclub, halt Playback da rumstehen und ein bisschen mimen, dass sie Musik machen und dann war's das, sondern wirklich Action und wirklich etwas auch tun. Und das waren bei zum Beispiel Pink Floyd, die Jungs, die vier, die haben das, die fanden das großartig. Die waren richtig begeistert. Und also, wie gesagt, so Geschichten überlegt und dann. Und dann haben wir da auf Corporal Gleck, nochmal zurückzukommen, 386 Schnitte gehabt. In den 3 Minuten 42. Es gibt manche, die so Fernsehhistoriker oder was auch immer, die sich da wissenschaftlich etwas beschäftigen, die meinen, mir wäre irgendwie sowas gelungen wie die Vorwegnahme vom Musikvideo. War ja auch eigentlich so, aber es war eigentlich nie so mein Masterplan. Es ist eben passiert. Ich hatte große Lust, das zu erleben. Und es war hochinteressant. Es war eine Herausforderung für die Kötter-Abteilung des Süddeutschen Rundfunks. Die waren im Grunde genommen sehr, sehr entsetzt, weil das macht man eigentlich nicht. Und ich hätte gerne noch mehr Schnitte drin gehabt. Nur das geht nicht. Ganz kleine Geschichte. Die Klebestellen wurden mit Tesa geklebt. Und wenn du natürlich zu nahe an der nächsten Klebestelle warst, hättest du unter Umständen 2 Tesa-Streifen gebraucht, übereinander. Dann hast du aber nichts mehr gesehen. Das heißt, du konntest nur immer eine Lage Klebestreifen konnte sein und dann musste das Bild so 2-3 Bilder weitergehen und dann konntest du erst eigentlich wieder den nächsten Schnitt machen. So. Und deshalb sind es nur 386 geworden. Aber es war interessant, dass die Leute, die Jungen, haben das gesehen. Ich habe dann, das andere, radikal andere war, ich habe dann die Purple eine Nummer, das war mit ihrem schon damals, die haben ja damals so mit Sinfonieorchester gearbeitet, war das damals das Radiosinfonieorchester vom SDR. Und da habe ich dann eine Einstellung gemacht über 15 Minuten. Eine Einstellung. Und zwar nicht, dass die geschwenkt hat oder so, dass da ein bisschen Leben drin war, sondern eine Einstellung. Und davor hat alles abgespielt. Da hat die Purple gespielt, da hat das Radiosinfonieorchester Platz genommen, da haben die Dings, und es ging 15 Minuten lang. Im Hintergrund hat sich ein bisschen was abgespielt, zwar auf der Schwäbischen Alb. Und das fanden die jungen Leute damals richtig super. Weil genau das eingetreten ist, dass die Eltern, die fanden das sowas von furchtbar und sowas von schrecklich. Und wenn man dann einigermaßen das gut gemanagt hat, dann hat man alleine das Ding weitergeguckt. Das war im Grunde genommen mit ein Punkt, warum das so passiert ist. Also ich hatte erst die Idee, auch da alles anders zu machen. Alles auf den Kopf zu stellen oder wenn das, was auf dem Kopf stand, wieder auf die Füße und so weiter. Und das war auch für die Musiker, für die Beteiligten einfach ganz toll, weil sie, die BBC hatte Top of the Pops und so weiter, und da haben die gesagt, das ist so boring, da gehen die halt ins Studio, da läuft dann per Playback, kommt dann die Musik und dann machen die da an der Gitarre schrumm, schrumm und so. Und der Schlagzeuger darf nicht richtig draufhauen auf dem Schlagzeug, weil das geht ja nicht. Und das war's dann. Und das fanden die natürlich dann in Stuttgart da, beim Süddeutschen Rundfunk, bei diesem Verrückten da, fanden die das irgendwie so richtig toll. Und das hat dann eben doch die vielen Gruppen hergebracht. Das hat es leichter gemacht, wenn es bei den Gruppen gut ankam, das glaube ich schon. Diese eine Einstellung hat, glaube ich, die Spitze darin gefunden beim Konzertfilm der Talking Heads, Stop Making Sense. Ich meine, es wäre Martin Scorsese gewesen, der hat auch
grundsätzlich nur auf die Bühne gehalten und keine Zwischenschnitte ins Publikum mit Interviews oder so, was mich sonst auch immer nervt. Einer der besten Musikfilme wirklich. Abgesehen von den Reaktionen aus den Cutterräumen, gab es auch viel Positive innerhalb des Senders und von den Zuschauern? Von den Zuschauern, von den Jungen. Die Jungen fanden es ganz toll. Die Alten und die, oder die Älteren und auch der Rundfunkrat waren natürlich außer sich. Toll war dann für mich natürlich oder für uns, die wir dann die Sendung gemacht haben, ist ja immer auch ein Team. Für uns war dann toll, dass dann irgendwann der Herr Stoiber, der damals Generalsekretär der CSU war, ein junger Mann, hat sich dann eingeschaltet. Der hatte sich sozusagen, weil wir den Franz Josef Strauß mal reingeschnitten haben, habe ich den so reingeschnitten, so mit irgendwas. Auf jeden Fall, er kam nicht sehr vorteilhaft natürlich davon. Und es war bei einer Nummer mit Rory Gallagher, mit Taste, da waren wir unten am Schlachthof und haben Essen für Biafra gemacht. Und das war auch so eine wilde, schön gut geschnittene Geschichte. Und da hat er dann, der Stoiber hat dann angefangen, die katholische Frauenvereinigung der Bayern, von Bayern sozusagen loszulassen von der Leine. Und dann gab es ziemlichen Protest und so weiter. Und wir hatten aber in Stuttgart, und das ist auch etwas, was man sich gar nicht mehr vorstellen kann. Und deshalb ist mir es wichtig auch zu sagen, es gab einen Intendanten, den Bausch, ein veritabler Konservativer. Aber Hans Bausch, aber ein Mann, der wirklich das Rundfunkgesetz kannte, was da drin steht und was da drin steht auch als Auftrag, was die Rundfunkanstalten machen müssen oder sollen. Und da hat er sich wirklich sowas von dran gehalten, hat sich da gar nicht irritieren lassen und hat einfach festgestellt, dieses, was da gemacht wird, ist innerhalb von diesem Rundfunkgesetz sowas von abgedeckt, also werde ich immer schauen, dass sowas möglich ist. Er wusste natürlich auch ein bisschen, dass er dadurch natürlich schon auch ein bisschen die Tür öffnet, eben zu den Jüngeren. Aber es war einfach auch da wieder die Zeit, die einem entgegengespielt hat, weil außer Leggebusch, Beatclub, gab es im deutschen Fernsehen mehr oder weniger nichts. Und so konnten wir im Grunde genommen was erfinden, weil, ja, wo nichts ist, kannst du leicht was erfinden. Na, Beatclub war schon lustig, wenn man sich die ersten Folgen jetzt noch anguckt, auch das Publikum immer noch mit Anzug dabei und so. Also es war schon noch ziemlich anders, als es dann mal werden sollte. Herr Russ, jetzt erzählen Sie uns, wie Sie den Rock nach Stuttgart gekriegt haben. Und da würden Sie ja sagen, dass Jimi Hendrix da eigentlich der Anfang war. Muss ich sagen, ich habe ihn schon vorher gesehen, das war 67 in Herford und da wollte eigentlich keiner sitzen. Wie sind Sie an den rangekommen? War er im Angebot, haben sich darum bemüht und wie lief das ab? Was haben Sie mit ihm erlebt? Natürlich, ich meine, das war damals der Star schlichtweg und als Fritz Rau sagte, ich kann ihn nach Stuttgart bringen, dann war ich natürlich sofort Feuer und Flamme und von diesem Moment an, das hatte ich ja vorher schon geschildert, John Mayall und Kenneth Heath und 10 Years After, von diesem Moment an ging das ja dann doch sehr blühend weiter. Rolling Stones dann zum ersten Mal in der Halle 6 auf dem Killesberg damals und ich weiß noch wie heute, das Konzert war am Sonntagabend und am Sonntagmorgen hat der Bischof von Rottenburg noch die Messe gelesen, weil Katholikentag in Stuttgart war. Und nun war es, man muss sich das mal heute vorstellen, es wäre vollkommen unmöglich, aber ich bin damals zum bischöflichen Ordinariat gegangen und habe gesagt, ich muss die Hängepunkte setzen fürs Licht und für den Ton. Und das war dann schon ein größerer Akt und es wurde mir aber genehmigt. Wir durften also dann in der Nacht vor der Messe die Hängepunkte setzen und gegen 12:30 war die Messe zu Ende und man so schön sagt, die Messe gelesen in dem Fall und wir haben dann mit
ungefähr 20 Mann die Halle 6 geleert und das Konzert konnte am Abend stattfinden. Allerdings mit einem ungeheuren Aufwand, mit Stacheldraht, mit Wasserwerfer. Und in meiner Naivität habe ich... Weil Sie die Krawalle befürchtet haben oder weil es in den Bühnenvorschriften der Stones stand? Das war schon auch eine Auflage vom Management, um die Sicherheit der Künstler zu gewähren. Aber ich in meiner Naivität habe mir gedacht, naja, die Halle 6 ist ausverkauft mit 9000 Plätzen und wir könnten doch auf dieser Wendeschleife, jeder Ältere hier kennt die Wendeschleife noch vom Haupteingang, Killesberg, Höhenpark Killesberg. Und habe ich gesagt, dann übertrage ich das Konzert nach außen und war schön Wetter und die Leute können da sitzen und es hören. Und genau das war natürlich ein großer Fehler. Beim ersten Ton der Rolling Stones kam diese Masse in Bewegung und hat trotz Wasserwerfer und Stacheldraht den Haupteingang niedergewälzt. Und ich weiß noch, Elwanger, der damalige Messedirektor, sagte, Russ, endlich kriege ich nur den Haupteingang. Das sind meine tiefen Erlebnisse. Vom Konzert selber habe ich natürlich überhaupt nichts gehört. War gar nicht denkbar. Und von den Rolling Stones dann sind wir ausschließlich in Böblingen gewesen. Mit allem, mehr oder weniger, was Rang und Namen hatte. Der Herr Wagner wird mir da besser was sagen können, als ich selbst kann. Wir sind dann in Sindelfingen in die Messehalle gegangen. Und erst mit der Schleierhalle kam dann eigentlich die Komfortzone für den Konzertbesucher, denn Böblingen und Sindelfingen war natürlich nicht das, was man als Konzertbesucher eigentlich erwarten darf. Aber Sie haben sich mal ein oder zwei Jahre ausgeklinkt, ne? Ich habe mich unmittelbar nach den Rolling Stones zwei Jahre ausgeklinkt. Die Szene hat sich etwas beruhigt in dieser Zeit, aber immer noch nicht so, dass man so ohne weiteres, also mit einem normalen Ordnungspersonal, ohne Hamburger Gitter und ähnliches Konzerte veranstalten konnte. Wir kamen dann auf die Idee, in Böblingen den dortigen Schäferhundclub einzuschalten. Dem haben wir damals 300 Mark geboten. Und dann sind die mit ihren Schäferhunden hinter den Hamburger Gittern gelaufen. Das war überhaupt kein Problem. Von dem Moment an hatten wir einen wunderbaren Einlass. Hat sich dann bundesweit durchgesetzt. Und der Schäferhundclub war natürlich auch glücklich, dass er 300 Euro kriegt pro Einsatz. Das waren schon relativ schwierige Zeiten, aber es hat sich immer mehr beruhigt. Und in der Tat, heute brauchen sie diese Vorkehrungen in dem Bereich nicht mehr. Heute hat man die Sicherheitsvorkehrungen in ganz anderen Bereichen, nämlich Durchsuchen auf Waffen und ähnliche mehr. Und eben auch die ganzen Sicherheitsaspekte sind heute sehr viel ausgeprägter und stärker geworden. Christoph, wenn du dich in England so gut auskennst, gibt es da jetzt immer noch eine ganz aktive und gut besuchte Clubszene, die man noch nicht unter Kommerzaspekten sehen muss? Ich meine, die deutsche und die englische Szene unterschieden sich diametral damals. Und das hat in Deutschland mit den 12 Jahren Nazi-Herrschaft zu tun, die im Prinzip die Kontinuität einer Unterhaltungsindustrie zerstört haben. Und in das haben wir auch, oder das ist mir lange nicht klar gewesen, dass ein Musiker in England, also ein Popmusiker, etwas anderes war als ein Popmusiker in Deutschland. In Deutschland waren das alles Überzeugungstäter. Also du hast ja nichts verdient, du musstest in einer Kommune wohnen und in Jugendhäuser spielen und in Wohngemeinschaften auf dem Sofa übernachten und so weiter. Also du musstest ein hohes Potenzial, einen Idealismus haben, um das zu machen. In England waren das ja alles Angestellte. Also die wurden von Agenturen, bekamen die einen Wochenlohn oder einen Monatslohn und dann hat man geschaut, wie weit trägt die Band, kommt es zurück oder es kommt nicht zurück und dann hat man den Stecker gezogen und damit war es erledigt. Und in Deutschland dachten wir immer, wenn die Engländer kamen, das wären genau solche Überzeugungstäter wie die Deutschen. Das waren die aber nicht.
Ja? Also auch so eine Gruppe wie Warm Dust, die hat dann mal eine Platte rausgegeben, die hat geheißen Peace for Our Time. Dann immer denkt, endlich eine Politgruppe, die machen da for Peace. Und dann gibt's die sind dann in Tübingen auf dem Festival aufgetreten, da gibt es dann einen Zeitungsartikel und der Reporter versucht den Warm Dusts auf den Nerv zu führen und fragt die, seid ihr Sozialisten? Dann fangen die an zu stottern, ja, und sagen ja, Sozialismus, das muss von innen kommen. Und also da besteht ein riesiges Missverständnis. Damals gab es ein riesiges Missverständnis zwischen der deutschen Szene und der englischen Szene. Und das war einer der Hauptgründe. Also man hat ja geglaubt, jeder mit langen Haaren ist dein Bruder. Also, ne, so war das. Ich habe Besuch bekommen aus Amerika, das waren Vettern von meiner Tante und die haben genauso ausgesehen wie ich und du hast ganz organisch, da hast du die gleichen Bands gekannt und die gleichen Bands gut gefunden und du warst vollkommen der Meinung, das sind deine Brüder und wir sind alles Brüder. Das war natürlich völlig naiv und das hat sich dann innerhalb kürzester Zeit, ist das auch verdampft, also diesen ganzen Idealismus. Wir wollten ja eigentlich gar nicht so uniformiert sein, wie wir damit eigentlich schon waren. Ne? Gut, das ist natürlich auch, natürlich. Und ohne lange Haare warst du natürlich ein Cast-out, ja. Ja, und ich hätte auch nicht so viel Ärger mit meinem Vater bekommen. Also das muss ja auch sein. Das gehörte dann schon dazu, dass die gleiche Art von Provokation von der Werner eben sprach. Das gehört eben dazu, das musste so sein. Du hast erzählt, dass ihr protestiert habt, handfest gegen 20 Mark Eintritt, Kommerzialisierung. Ich habe dann natürlich mal geguckt, was die Rolling Stones heute für Eintrittspreise. Ich habe mit Überraschung festgestellt, dass es überhaupt noch ein paar Karten gibt, also zumindest im Netz. Und zwar sind noch Karten in den Kategorien für 238 und für 497 Euro zu haben. Die Karten für 797 Euro, die teuersten, sind schon ausverkauft. Herr Russ, gibt es irgendwo eine Grenze? Bei den Rolling Stones scheint mir dieses nicht der Fall zu sein. Wenn ich zurückkomme auf die 20 D-Mark damals, da hat Werner in seinem Brief schon genau vorgerechnet, wer was bekommt, nämlich damals die Rolling Stones 60%. Dann das Management, glaube ich, 20% und der Tourneeunternehmer 10% und irgendjemand dann nochmal 3%. Also da hat sich natürlich vieles geändert in der Zwischenzeit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Preise absolut unglaublich und ich bin auch der Meinung, dass man solche Preise nicht verlangen kann und auch nicht verlangen darf. Wir machen diese Preise in der Tat nicht. Ich habe auch mit dem Konzert nichts zu tun, wobei ich das gerne gemacht hätte. Aber unabhängig davon... Also hätten Sie die Preise dann auch genommen? Nehmen müssen? Nein, gut. Ich kenne nun nicht die Größenordnung der Produktionskosten, die sicherlich in die Millionen und darüber hinausgehen. Ja. Ich kenne die örtlichen Kosten im Stadion, die liegen bei ungefähr 1 Million. Also es wird da schon von richtig Geld geredet. Aber was mich natürlich... besorgt und wo ich mir Gedanken drüber mache. Wenn man heute einem Konzertbesucher, jetzt nehmen wir mal die niedrigere Preisgruppe, es geht glaube ab 79, dann 144, aber da bist du irgendwo unter Türkheimer Kurve, da kannst du Rodenberg sehen, aber nicht die Rolling Stones. Also gehen wir mal von 250 Euro aus, was man da aus der Tasche auf den Tisch legt. Und jetzt gehst du zu zweit dahin, das sind 500 Euro weg. Dann isst noch was und trinkst noch was. Wahrscheinlich kostet die Wurst auch 20 Euro, weil sie da auch noch dran verdienen. Also das ist natürlich eine Folge dann für uns, die wir normale Konzerte ja auch veranstalten. Die bleiben natürlich leer, weil du kannst aus einem Kulturgeldbeutel nur einen Betrag XY rausholen. Der steht im Monat zur Verfügung, sei es klassisch oder Unterhaltung, spielt gar keine Rolle. Und wenn wir natürlich jetzt den Etat oder die Rolling Stones den Etat für 4 Monate, 5 Monate rausziehen, dann haben wir darunter zu leiden. Und das ist das eigentliche Problem. Ich meine, wenn einer heute 500 Euro für die Rolling Stones zahlt, dann ist er selber schuld. Auf der anderen Seite sagt er, wahrscheinlich das letzte Konzert ist es mir wert.
Also hier regelt einfach die Nachfrage den Markt, das ist gar keine Frage, sonst wäre es ja nicht voll, nicht? Und die ursprüngliche Tournee mit den 5 Konzerten, die war ja innerhalb von wenigen Stunden auch bei diesen Preisen ausverkauft. Das ist ein Phänomen, das ich aber für ein schlechtes Phänomen halte. Ja, wenn ich mir angucke, unter welchem Motto so unsere Veranstaltungen stehen und was im Flyer drin steht, vom Mut und Mission zum Massenkonsum, zum Massengeschäft. Vom Mut und Mission zum Massengeschäft. Werner, gibt es jetzt nur noch Massengeschäft oder siehst du auch noch irgendwo Mut und Mission? Naja, also es hat, um nochmal eine Zeitreise zu machen, schon 72, 73 rum, hat es gewaltig einen Schnitt gegeben in dem, was vom Christoph als vollkommen richtig, als ideal und als idealistisch gesehen wurde. Es gab wirklich bei uns, auch bei mir, die feste Überzeugung, dass diese Leute, die Musiker, aber auch andere, die eben in dieser Community waren, einfach die besseren Menschen sind. Wir waren wirklich sehr idealistisch geprägt und wir haben jeden, und das habe ich dann etwas bitter bei Black Sabbath erleben müssen. Wir kannten uns schon 2-3 Jahre. Wir waren wirklich gut, kamen gut miteinander aus, waren wir bei uns privat immer übernachtet und so weiter. Wir waren so Kumpels und eben haben wirklich viele lustige Zigaretten zusammen geraucht. Und das hält ja so die Indianerstämme zusammen. Und dann ging es eines Tages, hatte ich, die waren für P da und die sollten dann etwas machen, das so in diese Richtung ging der Kommerzialisierung. Ich wollte mit ihnen eine Nummer aufzeichnen, wo die Kommerzialisierung dieser Szene, dieser Bands, dieses ganzen Lebensstils sozusagen ironisiert werden sollte. Und da haben sie sich geweigert. Und dann ergab sich plötzlich ein Disput zwischen ihnen und uns. Und dann innerhalb von ganz kurzer Zeit, ich würde sagen vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, sind wir auseinandergegangen und haben uns nie mehr gesehen. Und weil es da um die Frage ging, wie politisch kann diese Szene noch sein? Heute ist mir natürlich vollkommen klar, warum die so reagiert haben. Und da muss man immer auch drüber nachdenken. Aber wir waren damals überhaupt nicht in der Lage, das zu überlegen. Wir waren jung und wir waren stur und wir wollten einfach mit dem Kopf durch die Wand. Die Jungs, Black Sabbath, die kommen aus wirklich einfachsten Verhältnissen. Und dann beginnen die ein bisschen Erfolg zu haben. Und dann kommt irgend so ein Jodler, so ein Fernsehjodler und sagt denen, ihr müsst es jetzt anders machen. Das geht nicht, das kriegt man nicht zusammen, weil die waren stolz, dass sie jetzt aus dem, wo sie herkommen, rauskommen, dass sie mal wirklich richtig paar Mark oder ein paar Pfund in der Hand haben. Das hat man natürlich damals nicht bedacht.
Das waren genauso Kumpels, das waren genauso, wie soll man sagen, so ideal gesehen. Und ihre Situation, ihre ökonomische oder ihre soziale Situation hat überhaupt keine Rolle gespielt. Aber heute würde ich sagen, das war sicherlich auch natürlich eine blöde Herangehensweise. Ich hätte es anders machen müssen und so weiter. Aber ich will damit sagen, dass, sagen wir mal, die Ideale sind da sehr stark gepflegt worden in dieser Zeit. Und ich glaube, und da weiß ich nicht, da kann ich mich nicht verändern. Ich glaube, das war für viele, und ich merke es auch immer wieder heute, wenn ich so Leute aus dem Alter oder ein paar Jahre jünger, aber die das alles erlebt haben, so mit denen ins Gespräch kommen oder wenn man sich so trifft. Es war schon sehr wichtig, Christoph, diese Ideale, weil die haben geprägt. Wenn die nicht gewesen wäre, wenn man sofort so nüchtern geworden wäre und gesagt hätte, das ist doch ganz klar, innerhalb von 3-4 Jahren sitzt sozusagen die ganze Industrie drin. Wenn man das von vornherein gesagt hätte, ich glaube, wir hätten viel an Qualität und an dem, was uns so auch dann weiter geprägt hat, hätten wir verloren. Ich weiß nicht mehr, woher das Zitat ist, vielleicht aus deinem Buch, Musik war eine Haltung. Ja, gibt es die noch heute, Musik mit Haltung? Würde ich schon sagen. Also ich meine, damals war das vielleicht, ich meine, das Komische war ja, dass da im Prinzip der Underground dann zur kulturell dominierenden Kraft wurde, also für ein paar Jahre. Ich meine, wenn du Schlager gehört hast, Da warst du indiskutabel. Also, nein, das war so. Also bei Jugendlichen war das so, dass der Underground und die Musik, die war, was weiß ich, bis 73, 74 war das die kulturell dominierende Kraft. Wenn man sich mal anguckt, was da als Underground galt, ich habe mal einen Sampler gehabt, That's Underground, da war zum Beispiel Santana und sowas dabei. Das war ja, revolutionärer Underground. Ne? Na gut, aber die haben ja auch, ich meine, die kommerziellen Erfolge kamen für die dann später. Also ich meine, wenn man die in Woodstock anhört, das war eine wichtige Gruppe. Ja. Aber es ist ja immer leicht irgendwie, die Vergangenheit zu verklären. Ja? Also wir sind da auch in Gefahr, das zu machen. Und früher war es immer besser. Und das ist natürlich ein Käse. Es gibt, ich meine, der Werner hat in der Weise schon recht gehabt. Die Zeit war, die hat eine Möglichkeit geboten, eine Offenheit und möglicherweise auch deswegen, weil einfach nichts da war. Also heute bist du ja, du kannst ja dem gar nicht erwehren. Also was kulturell an Angebote auf dich einprasselt. Also ich meine, da machst du ja eher die Zugbrücke hoch. Aber damals war Wüste und deswegen hat es eine ganz starke Bedeutung gehabt. Ja, aber ich bin mir sicher, dass in Clubs, wo wir zu alt sind, um hinzugehen, wo irgendwelche Elektromusik läuft und so weiter, dass da in der Weise genauso auch idealistisch noch gemacht wird. Nämlich ohne den Idealismus gibt es das gar nicht. Du fängst keine Band an, wenn du kein Idealist bist, weil die Chancen, dass du es irgendwie schaffst, die sind minimal. Von daher sind alle, die irgendwo eine Band gründet oder die künstlerisch was machen wollen, die fangen dann mal mit dem idealistischen Impuls an. Ja. Werner, dir ist ja ab und zu auch der Vorwurf gemacht worden, dass du im Theaterhaus zu sehr in Richtung Kommerz gehst, weil du es auf sehr geschickte Art und Weise geschafft hast, sowohl Stadt als auch Land zu einem gewissen Teil, und dann ist am Anfang auch ein bisschen gewachsen, zu Zuschüssen zu bringen. Harald Martenstein hat dich in der Zeit ein Schlitzohr genannt. Wie weit nimmst du diesen Vorwurf an? Ja gut, ich
nehme die Begrifflichkeit als eine Metapher von Harald, den ich gut kenne und der vielleicht damals auch kein anderes Wort gefunden hat. Ich bin eigentlich genau das Gegenteil, weil also wenn ich es von heute her betrachte ich mein, was die finanzielle Situation anbelangt, betrachte ich gar nicht so erfolgreich. Da hätte mehr mir gelingen müssen. Was uns und mich und auch eben meine ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausmacht, wir haben es in irgendeiner Weise von Anfang an, ob es in der Manufaktur war oder ob es dann hier in Stuttgart war, offensichtlich irgendetwas gefunden, was den Menschen gefallen hat. Oder das, was den Menschen gefällt oder was die Menschen anregt und was die Menschen inspiriert. Und dass ich immer gezwungen war, so eine Mischkalkulation zu machen, also Zugpferde zu nehmen, kommerzielle Dinge zu fördern und auch zu veranstalten, um dann eben das andere Schauspiel, Tanz, wie jetzt in dem zweiten Theaterhaus, Projekte mit Jungen, mit Schülern und Theaterhaus Plus und Theaterpädagogik. Welches Privattheater auf der Welt hat eine eigene Theaterpädagogikabteilung? Niemand, außer dem Theaterhaus. Wir leisten uns das. Theaterpädagogik ist etwas, wo eigentlich nur Geld reingeht. Das weiß man, weil da eben junge Leute, was weiß ich, ob sie 12, 13, 14 oder 15 sind, einfach sensibilisiert werden. Das ist uns wichtig. Wir machen das, müssen die anderen leisten. Das muss dann eben tatsächlich auch Michael Russ mit seinen Sachen, wie die er im Theaterhaus veranstaltet, trägt dazu bei. Und insofern finde ich das in der Zwischenzeit eine ganz interessante Geschichte. Und ich weiß, dass der Michael auch große Lust auch dazu hat, dass nämlich bestimmte Sachen, also bestimmte kommerzielle Erfolge, sozusagen Huckepack Dinge ermöglichen, die ihm genauso wichtig sind wie jedem anderen, nämlich, dass junge Leute mit der Kultur, mit Überkultur, mit Schauspiel, mit Tanz, mit Bewegung etc. etc. in Berührung kommen und beginnen sozusagen das zu spüren und auch damit im Grunde genommen für ihr weiteres Leben eine Begegnung zu haben, die unendlich wichtig ist. Und wenn das möglich ist über so eine Mischung von Programmmischung, wo eben so Lokomotiven mit dazu beitragen, dass das Geld da ist, dann ist das fantastisch. Wir haben in der Manufaktur damals eben auch mit allgemeiner Verunsicherung angefangen, hat keine Sau gekannt. Conny Wegger, kein Mensch gekannt, der Udo, kein Mensch gekannt, also Lindner, kein Mensch gekannt und so weiter und so fort. Aber wir waren für die und sie für uns einfach enorm wichtig. Und du hast es ja ganz am Anfang gesagt, es ist ja dann letztendlich eine Geschichte geworden, dass sich das, was der professionelle, der kommerzielle Veranstalter, der Impresario dann macht, dass er im Grunde genommen auch sehr stark, das wissen alle deine Kollegen in der Zwischenzeit sehr gut, dass eben diese Arbeit, die da anfängt, in unter Umständen im Jugendzentrum, dass das eben die Plattform ist von dem, dass man diesen Kreislauf dann hat. Und insofern bin ich eigentlich in toto wirklich sehr froh, dass sich das so entwickelt hat und dass ich mich auch heute nicht mehr so verteidigen muss, wenn man im Grunde genommen was Kommerzielles macht, sondern wir haben, glaube ich, erreicht, dass die Menschen wissen, dass uns das eine genauso wichtig ist. Also es gibt großartige, also ich kann nur eines sagen, weil das Wort Charles Aznavour als Stichwort fiel. Oder wir haben auch mit Juliette Gréco und so weiter und so fort
viele, viele, viele Sachen gemacht im Theaterhaus. Die Leute, oder Miles Davis oder was auch immer, Dizzy Gillespie, die Leute, die wirklich richtig toll sind, das sind die besten Kollegen, die einfachsten Kollegen. Man muss natürlich korrekt sein, aber alle die B- oder die C-Abteilung, die macht dir das Leben sowas von. Aber sowas von, da kannst du wirklich, da wirst du verrückt. Ich glaube, das ist auch deine Erfahrung, Michael. Das ist nicht nur bei Künstlern so. Das kenne ich woanders auch her. Wir schwätzen jetzt schon anderthalb Stunden und ich möchte Ihre Geduld auch nicht überstrapazieren. Deswegen eine Schlussrunde mit der Bitte um kurze Antworten. Eine Schlussrunde, die ich aus dem Titel dieses Buches sehen möchte. Träume aus dem Untergrund. Welche Träume aus dem Untergrund sind wahr geworden? Das heißt, was haben die langen 60er nachhaltig gut bewirkt? Christoph, fängst an. Es war dein Buchtitel, deswegen musst du anfangen. Was haben die nachhaltig bewirkt? Ich glaube, die haben die Gesellschaft schon sehr stark geprägt. Weniger im Politischen. Also meine These ist immer, dass das Kulturelle, also wo auch die Rockmusik mit zusammenhängt oder der Jazz, also dass das einfach viel nachhaltiger wirkte. Weil die Revolution kam nicht. Aber die Lebensstile haben sich verändert und radikal verändert, was natürlich schon vor 68 begann. Also das Datum ist da vielleicht auch einfach so als Chiffre ein bisschen überbewertet. Also das war eine Evolution, die dann vielleicht dort zum Ausbruch kam. Aber ich glaube, dass diese kulturelle Veränderung, dass man heute unverheiratet zusammenleben kann und dass das nicht mal mehr die Oma stört und solche Sachen, Homosexualität, also was es gibt, dass da ein größerer Toleranzraum geschaffen wurde, das geht schon auf diese Zeit und diesen Umbruchimpuls zurück. Und die Frauen dürfen jetzt selbstständig arbeiten gehen, ohne dass es der Ehemann genehmigen muss. Ist auch erst in den 70ern abgeschafft worden. Muss man sich mal überlegen, wenn wir so immer über islamische Länder schimpfen, was bei denen noch üblich ist, ist bei uns auch noch nicht so lange her, dass es da noch schlimmer zuging. Was ist für Sie an Träumen in Erfüllung gegangen oder was sehen Sie schwer, bewirkt? Schwer, ganz schwer. Aber es war immer ein Wunsch, ein Traum von mir, die klassische Musik mit der Unterhaltungsmusik zu verbinden. Und das war Untergrund, in der Tat war das Untergrund, denn es ist mir einmal gelungen mit dem Edmonton Symphonieorchester und Procularum. Dirigiert hatte es damals der Eberhard Schöner, der ja immer in diesem Bereich Klassikunterhaltung tätig war und als sehr erfolgreich tätig war. Und für mich war es auch damals mit Fritz Rau ein Versuch, das Konzert war ausverkauft im Beethoven-Saal, ein Versuch, das Mozart-Requiem vor der Pause aufzuführen und danach dann eben diese berühmte Platte, ich weiß gar nicht, wie die geheißen hat, Procular mit Edmonton Symphonieorchester. Also es war Rock mit klassischer Musik. Und es war für mich unglaublich interessant zu beobachten, wie die jungen Menschen auf dieses Mozart-Requiem reagiert haben, nämlich sehr viel begeisterter, als ich das zunächst mal erwartet habe, auch begeisterter als auf die eigentliche Musik, worum sie gekommen sind. Das war für mich Untergrund und ich hoffte, diesen Untergrund nach oben zu ziehen, um eben über die Unterhaltungsmusik mehr junge Leute an die klassische Musik heranzuführen. Dieser Versuch ist nach meinem Dafürhalten kläglich gescheitert. Gut, Werner, dann du noch. Also der größte Traum, der für dich in Erfüllung gegangen ist, dass du Theaterhauschef bist, oder? Du als Theaterhauschef, das ist doch dein großer Traum gewesen. Aber ich wollte es nicht nur auf individuelle Art. Also, nee, ich muss, Stefan, bei mir gab es nie einen Masterplan. Das hat sich dann auch entwickelt. Aber ich denke, diese Zeit hat zum Beispiel eines radikal verändert: das Verhältnis zwischen
Männer und Frauen. Ich weiß noch, wie wir als, weil ich ja so Sportvereins geprägt bin, was da los war. Und dann bist du sozusagen außerhalb dem Sportverein, hast du dann angefangen, andere Dinge kennenzulernen. Und ich kenne noch die Diskussionen über Mädchen oder über die Gespräche und über das, was dann zurückkam. Ich kann mich erinnern, dass in der Manufaktur, wo wir immer montags die Mitarbeiterrunde hatten, wo die ganzen Jungs und Mädels zusammenkamen. Mehr Jungs als Mädels, aber es waren immerhin, sagen wir mal so, 15-20% von dem Gesamten waren schon damals weiblich. Und da wurde dann halt und so. Und eines Tages ist eine dieser jungen Frauen aufgestanden und hat eben sich mal mehrere Sachen hat sie sich verboten. Also hat sie gesagt, das kommt überhaupt nicht mehr in Frage. Und hat es aufgezählt. War natürlich eine große Irritation bei den ganzen Jungs, bei mir auch. Hä? Und interessant war aber, dass alleine diese Geschichte jeden bei dem Fortgang des Abends oder auch bei dem, am nächsten Montag geprägt hat, indem man plötzlich anders miteinander kommuniziert hat. Und es begann irgendetwas, wo du wusstest, pass mal auf, das sind nicht irgendwelche Ischen oder irgendwelche Chicks, sondern das sind Partner auch und Partnerinnen. Das ist wichtig und so. Und das hat sich so langsam, und ich kenne so viele Initiativen, wo dann wirklich auch die Frauen so angefangen haben, Dinge zu organisieren und zu machen und nicht nur immer nur die Brötchen geschmiert haben. Ja, so wie im Sportverein, sondern wirklich auch inhaltlich sehr stark dann mitgearbeitet haben und so weiter. Und das war zum Beispiel etwas, weil ich da anschließe und mich verlinke da mit dem Christoph, das hat sich einfach da so entwickelt. Und du hattest ja aber gar keine Aufklärung in dem Sinne, dass da irgendjemand kam, politisch war auch überhaupt keine Vorbilder. Die Politik ist bis heute noch im Grunde genommen ungeheuer Männer geprägt. Und was sollte die damals ein Vorbild sein? Du musstest also selber im Grunde genommen etwas finden. Und all diese Dinge, die wir damals alle gefunden haben, die sind, finde ich, heute nicht mehr vielleicht so wenn man so präsent, weil es selbstverständlich viele Sachen sind. Aber ich bin hundertprozentig überzeugt, dass die Zeit, die 6 und die 8 halt so als Brand oder als Wappen haben, dass diese Zeit wirklich ungeheuer viel, viel, viel Gutes gemacht hat. Mehr Gutes als Schlechtes. Ich lasse mir das nicht einreden, wenn heute so gesagt wird, die 68er haben versagt oder was auch immer. Mag das sein, aber ich sage immer eines, die Diskussion, und ich bitte Sie auch, das in Ihrem bekannten Freundeskreis weiterzutragen. 68 war nicht nur Berlin, Tübingen oder diese Städte, sondern 68 war ungeheuer wahnsinnig viel, Hunderttausende von jungen Leuten irgendwo im Westfälischen, der Stefan hat davon erzählt, im Schwäbischen, im Bayerischen, ja, wo auch immer. Fantastisch, da ist wahnsinnig. Und diese
Bewegung allerdings. Und diese Menschen werden mir heute auch in dem Reflex auf 68, auch jetzt in den Mediendiskussionen etc., kommen mir zu wenig vor. Und da ist wirklich etwas gelegt worden, was für viele Städte, ich spreche auch von Schorndorf wäre ganz anders, wenn es nicht damals vor 50 Jahren diese Manufaktur gegeben hat und all das, was dann daraus entstanden ist und dass man sich innerhalb von den Konservativen und den Reaktionären dann nicht mehr so viel getraut hat. Und das ist ganz wichtig und deshalb müssen wir auch heute, das wäre jetzt mein Schluss, aufpassen. Wir haben heute wieder ein bisschen Schwierigkeiten von rechts und ich glaube, wir sollten wirklich mit aller Deutlichkeit, und das können wir auch, da die Stirn bieten, und ich glaube, dass die Jungen, die teilweise irritiert sind, ich kriege so die Diskussionen immer wieder mit, auch bei uns in der Belegschaft, da sind die allermeisten sehr jung. Und die sind da irritiert. Und wir dürfen da, also auch jetzt die Älteren, da finde ich das wichtig, wir müssen da wirklich das Maul aufmachen und dürfen nicht sagen, naja, das vergaut wieder oder was auch immer. Nein, wir müssen da Position beziehen und das hat mit dieser Zeit von damals sehr viel zu tun. Lassen Sie uns da den Link sehr schnell schließen. Danke. Ein gutes und wichtiges Schlusswort. Ich bedanke mich hier auf dem Podium für interessante und unterhaltsame Beiträge. Bedanke mich bei euch und bei Ihnen fürs Kommen und die Aufmerksamkeit. Schönen Abend noch. Tschüss.